Insat TV. Land und Leute sind unsere Stars. Der Club Mobil, eine von Edith Grünseis-Pacher vor 22 Jahren gegründete Organisation zur Verbesserung der Mobilität für Menschen mit Handicap, lud in die Wiener Staatsoper. Grund dafür war die Präsentation eines außergewöhnlichen Kalenders. Zusammen mit dem Rieder Werbehaus Hammerer war in den vergangenen Monaten das Projekt Entfesselt entstanden. Der Gustav-Mahler-Saal im ehrwürdigen Staatsoperngebäude war Ort der Präsentation, die von InsaTV-Eigentümer Wolfgang Gabler moderiert wurde. Ich arbeite mit der Edith, glaube ich, seit über 10 Jahren zusammen. Wir haben schon einige Projekte auf die Füße gestellt, aber das ist jetzt wirklich ein Premium-Projekt. Und es hat wirklich Spaß gemacht mit ihr. Nach dem Kalenderprojekte ja wie Schwammerl aus der Erde schießen, von Jungfeuerwehr über weiß ich was. Aber das Thema und gerade mit dem Bild, mit dem Fesseln, was es wirklich heißt, wenn man aus dem täglichen Leben geschmissen wird durch einen Autounfall und so weiter, und dass man dann sagt, das ist nicht gefesselt, sondern entfesselt. Das war überhaupt das Schlüsselerlebnis für den ganzen Kalender. Und ich stehe zu jeder Seite dieses Kalenders und ich finde, dass es eine sehr gelungene Sache ist. Und vor allem, was mir freut, ist diese Präsentation heute in diesem Rahmen in der Wiener Staatsoper. Der Einladung waren neben vielen Ehrengästen auch die von der Idee begeisterten Sponsoren gerne gefolgt. Allen voran ÖAMTC-Generalsekretär-Stellvertreter Magister Christoph Mondl. Ich glaube, das ist ein fantastisches, tolles Projekt, mit dem die Frau Grünseis-Bacher und Club Mobil zeigen kann, was für behinderte Menschen alles möglich ist und kann Hoffnung machen. Und deswegen ist es ein ganz tolles Projekt, das wir sehr gerne unterstützen. In unserer heutigen Gesellschaft ist einfach Mobilität das Wichtigste und deshalb war es uns ein Anliegen, dieses Projekt zu unterstützen. Wir kennen die Edith mittlerweile seit 12, 13 Jahren eigentlich und wir haben schon sehr schöne Sachen miteinander gemacht. Ich finde es ganz toll, dass diese Menschen so viel Energie aufbringen, um ihre Mobilität zu erhalten, und das ist ja heute ein ganz wesentlicher Faktor der Lebensqualität. Also auch Menschen, die in dem Sinne nicht ein körperliches Handicap haben, aber ein bestimmtes Alter, für die ist das ja genauso wichtig, diese Mobilität mit dem Auto aufrechtzuerhalten. Ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Es ist eine ganz tolle Sache, dass sich da jemand wie die Frau Grünseis-Bacher findet, die mehr oder weniger ihre ganze Arbeitskraft dem widmet. Bei Edith Grünseis-Bacher muss vieles pronto pronto gehen, wenn sie kommt und sagt, das wollen wir jetzt realisieren. Geht es Ihnen auch so? Ja, das geht uns auch so, aber das entspricht ja genau unserem Stil. Pronto pronto, einmal gesagt und schon getan. Das gefällt mir an der Edith auch. Es ist natürlich ein Geschenk für jeden Fotografen, wenn man so ein Projekt gestalten oder mitgestalten darf, weil uns war eigentlich kein Limit gesetzt. Weder von den Ideen her noch von der Frau Grünseis-Bacher selber. Weil sie war wirklich für alles zu haben, auch für die größte Action. Wahrscheinlich werden nicht alle Rollstuhlfahrer sich so fotografieren lassen wie Edith Grünseis-Bacher. Also ich kenne die wenigsten, die solche Fotos von sich machen lassen. Zwar sind unsere Rollstühle schon wunderschön drauf und die Frau Bacher natürlich auch, aber es ist ja doch ein gewagtes Bild. Als Höhepunkt war keine geringere als die Spitzensopranistin und Echo-Preisträgerin Christiane Karg nach Wien eingeflogen worden. Begleitet am Klavier von Gerold Huber gab Christine Karg Werke von Mozart, Wolf und Strauss zum Besten. Und rauschte mit den Rosen Bändern.
wenn man diese Themen wie heute hier sieht, ist man dann glücklich, mobil sein zu können? Man ist auf jeden Fall glücklich, mobil sein zu können. Und ich denke, das ist auch für unseren Beruf ganz wichtig. Also, dass wir, und wir können wirklich glücklich sein. Und da weiß man erst, was die Gesundheit dann bedeutet. Sonst wäre der Beruf wahrscheinlich so nicht möglich. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das machen darf. Und sehr viel unterwegs. Und sehr viel unterwegs, ja. Die Initiatorin und Clubgründerin Edith Grünseis-Pacher nach der gelungenen Präsentation. Also ich mache schon seit 1993 Mobilität für körperbehinderte Menschen, Verkehrssicherheit ganz allgemein. Ich habe mir aber auch zum Ziel gesetzt, dass behinderte Menschen einfach einmal sehen, dass man wirklich alles im Leben erreichen kann, dass man modern sein kann, dass man erfolgreich sein kann und zum Teil auch attraktiv und sexy. Eine beachtenswerte Leistung, gemeinsam mit dem Werbehaus Hammerer, wo derzeit auch die Nominierung des im Vorjahr präsentierten Kalenderprojekts mit Hans Kumpfmüller für den Goldenen Pixel Award für Herzklopfen sorgt. Ja, das ist ja wirklich ein bisschen irreführend in der Öffentlichkeitsarbeit. Das sieht aus, wie wenn wir der Spezialist für Kalender wären. Es ist das zweite Kalenderprojekt, was wir machen. Und es ist wirklich ein reiner Zufall, weil auch dieser Kalender, den wir für ein Jahr gemacht haben, einfach nicht ein normales Druckprojekt war, sondern wir beschäftigen uns ja seit Jahren mit multisensueller Marketingaktivitäten. Und das ist ein Kalender, den man begreifen kann, der duftet, der schief hängt und so weiter.